Willkommen zu einer neuen Serie aus Dr. Schneiches ILV. Und heute schauen wir uns mal an, was es mit dem so wichtigen Faktorisieren auf sich hat. Es gibt zwei Methoden, irgendwie einen Ausdruck zu faktorisieren. Erstmal will ich das Problem darstellen. Wir haben also hier eine Funktion, Zähler und Nenner. Leider sind die Zähler aber die Nullstellen nicht ablesbar. Denn irgendwie haben wir die in der quadratischen Form. Um das zu faktorisieren, brauchen wir dringenderweise die Nullstellen von Zähler und Nenner. Das ist ein quadratischer Ausdruck. Eins ist klar, um die Nullstellen zu berechnen, müssen wir den Zähler und den Nenner gleich 0 setzen. Dann brauchen wir ein Hilfsmittel. Entweder die Mitternachtsformel oder den sogenannten Satz von Vieta, der das viel bessere und sicherere Instrument eigentlich ist, um schnell die Nullstellen zu finden. Beides wird erläutert. Setzen wir mal den Zähler gleich 0. Mache ich mal mit der Mitternachtsformel. Erstmal, was ich hier mache, wenn alle Koeffizienten gerade sind hier, dann lässt sich das durch 2 dividieren. Das führe ich mal durch hier und dann haben wir eine etwas einfache Gleichung. So, was ich jetzt mache, ist die sogenannte Mitternachtsformel. Man schaut sich an, was ist a, b und c. A ist der Faktor vor dem x², ist 1. Ich zeige die Mitternachtsformel mal und berechne zuerst die sogenannte Diskriminante. Das ist b² minus 4ac. A ist 1, das was vor dem x² steht. B ist auch 1, das was vor dem x steht. C ist die Zahl minus 6. Ihr müsst das Vorzeichen da mitnehmen. So, das ist der Ausdruck, der dann bei den beiden Lösungen unter der Wurzel steht. Ist der Ausdruck negativ, gibt es keine Nullstellen. Ganz einfach, der Zähler wird nicht 0. Ist es 0, gibt es nur eine Lösung, die minus b durch 2a hat. Sind es was ungleich 0, ist es größer 0, die Diskriminante, gibt es 2 Lösungen. Wenn ihr das genauer wissen wollt, schaut es in meinem Video über die Mitternachtsformel an. Wir rechnen jetzt mal die Diskriminante aus. B ist hier 1, 1 Quadrat. Warum steht jetzt hier ein Plus? 4ac, a ist positiv, c ist negativ. Nimmt man 1 mal minus 6 mal 4, erhält man minus 24 und da hier noch ein Minus steht, erhält man plus 24. Also ist es größer 0 und jetzt kann man das unter die Diskriminante schreiben. Die Wurzel wäre dann 5. Wir rechnen das mal aus. So sähe die komplette Lösung x1, x2 aus. Hier steht minus b, b ist 1, also minus 1 plus minus Wurzel aus. 25, das war die vorher berechnete Diskriminante durch 2. Die erste Nullstelle ist, wenn wir das Plus hier nehmen, minus 1 plus 5 kommt hier raus. Das sind 4 durch 2, das ist 2. Und die zweite ist die geminuste Lösung. Ich sage das immer so lax, minus 1 minus 5, das gäbe minus 6 halbe, gibt minus 3. Hat man die Nullstellen gefunden, geht es ganz einfach. Ich schaue das mal an. Das, was wodurch wir geteilt haben, das klammert man natürlich aus, ja, den Zweier, der steht immer vor der Klammer. Und dann steht dran, x minus die erste Nullstelle mal x plus die zweite, x minus die zweite Nullstelle. Daher kommt man auf x minus 2 und x plus 3. Die Nullstellen des Zählers brauchen wir, denn dann können wir den Ausdruck immer schreiben, diesen quadratischen als x minus die erste Nullstelle mal x minus die zweite. Jetzt machen wir das Ganze mal mit Nenner, aber wir wenden diese sogenannte Vieta-Formel an. Vorher passt auf mit diesen Vorzeichen, ja, klammert den Faktor vor dem x² aus, das darf man nicht vergessen. Wenn man das hier ausfaktorisiert, muss der Zweier nachher vor dem x² stehen. Der Professor hier, der warnt euch, der ILV-Professor. Machen wir mal den eleganteren Satz von Vieta. Der Nenner ist hier 0. Wir erkennen, wir können a, b und c durch 3 teilen.
Das machen wir. Und ganz wichtig ist, der Vieta ist jetzt nur anwendbar, wenn das B 1 und minus 2 zwei ganze Zahlen sind und hier vorne eine 1 vor dem x-Quadrat steht. Da geht es darum, das hier plus 1 bezeichnet man als P. Das da hinten bezeichnet man als Q. Und der Satz von Vieta besagt, beide Lösungen multipliziert müssen dieses Q ergeben da hinten, die minus 2. Beide Lösungen addiert müssen das Negative von dem da, von dem P, und das wäre minus 1 ergeben. Ja? Das P ist praktisch das, was vor dem X steht. Das Q ist das, was da hinten steht. Wichtig ist aber, dass hier vorne 1 steht. Hierauf wäre die Vieta-Formel nicht anwendbar. Wenn ihr das genauer wissen wollt, schaut in meinem Video über den Satz von Vieta nach. Da wird es genauer erklärt. Warum ist der Satz so einfach? Ja, wir prüfen nur ganzzahlige Werte. Welche zwei ganzzahligen Werte geben denn minus 2 da hinten? Ja, bei einer Primzahl geht es nur mit plus 1 mal minus 2 oder mit minus 1 mal plus 2. Ja, jetzt prüfe ich halt mal durch. Wo passt der andere Weg? Richtige Lösung ist für 1 und minus 2. Denn wenn man die beide addiert, gibt es minus 1. Kommt genau hier minus p raus. Wenn man beide multipliziert, kommt minus 2 raus. So sah der aus. Der Faust war Viet, ja. Der hat diesen Satz irgendwann entwickelt. Und ich sage euch eins, wenn er den nicht könnt. 90% aller dieser quadratischen Gleichungen haben hier ganze Zahlen. Den Satz sollte er dringend können, weil meistens kommen hier ganzzahlige Nullstellen raus. Faktorisieren dieses Ausdrucks geht es genauso. Der Dreier kommt vor die Klammer und dann kommt x minus die erste Nullstelle mal x minus die zweite. Das ist dasselbe, es ist nur eine andere Art der Nullstellenberechnung. Ja, soweit so gut. Das war's mal fürs Erste. Den Ausdruck kann man jetzt, der Nenner steht noch dran, der Zähler ist von der vorigen Folie, in diese Form bringen. Und jetzt haben wir wieder unsere Form, wo man sofort erkennt, die x-Achse wird bei 2 um minus 3 geschnitten. Die senkrechten Asymptoten haben wir bei 1 um minus 2. Das sieht man in dieser Form, aber nicht in dieser Form. Also ganz wichtig, das in die faktorisierte Form. Auch wenn man hier kürzen könnte, hier geht es ja nicht, könnte man das erst jetzt erkennen. Das war's mal wieder. Ja, nicht verzagen, doch Schneiche fragen, gleich kommt der zweite Teil. Tschüss.